Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonda, der Cloudcatcher Chronicles. So. Genau, das erste Opfer, ich meine, das erste Tierchen haben wir gefunden. Jetzt fehlt Mr. Peabody. Das sollte hier irgendwo in der Nähe ein Zylinder sein. Jo. Mal looken, ne? Ich bin aber auch mal dafür, dass wir unseren Bauernhof hier mal aktivieren. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Vielleicht finden wir zufällig das Objekt unserer Begierde. So. So, schön einsetzen. Da drüben können wir auch was ansetzen, sehe ich gerade. Glaube ich. Ach. Mür. Ja, das sagte ich schon. Mür. Ich wollte mal die Quest abgeben. Da haben wir schon. Hallo, schau, was wir geschafft haben. Paschel. Oh, hallo. Ich bin Paschel. Mini hat mich geschickt, um dir zu helfen. Ich bin Spitze im Reparieren und weiß auch einiges über die Landwirtschaft. Nachdem du die Düsternis beseitigt hast, sollten wir den Hof auf Vordermann bringen. Sehr gut, reparier den Hof. Sehr gut. Oh, das schaut ja voll hübsch aus. Mit einer mega großen Truhe. Hallo. So, also. Gratuliere, du hast jetzt deinen eigenen Bauernhof. Damit kannst du eine Menge machen. Hier hast du einige Gegenstände auf den Hof. Platziere als erstes ein Tiergehege groß. Benutze das große Bauernhofbuch auf deinem Hof und platziere das Tiergehege groß, wo du willst. Okay. Und was ist das? Inventartruhe. Produzierte Gegenstände werden darin für dich aufbewahrt. Aha. Ich glaube, das ist das Buch. Oh, das ist aber echt groß. Okay. Passt das jetzt so? Tiergehege klein, Tiergehege groß. Ich habe überhaupt kein Geld. Ich glaube, so ist gut. Sauberkeit am Hof 25%. Tierpflege 0, Produktionsertrag 0. Farmarbeiter niemand. Hofbewertung 2 Sterne unter aller Sau. So, bauen. Würde ich auch sagen. Würde ich sagen, kann man das auch drehen? Tatsächlich. Den Futtertrog. Ja. Und das. Wasser. Hierhin? Passt. So, kann schon gebaut werden. Wird wahrscheinlich nicht klappen, weil ich gar kein Geld habe. Oh doch. Du hast entdeckt. Hein. Du hast entdeckt. Gartenbeet. Futtertrog. Und Wassertrog. Hätte ich jetzt alles bauen dürfen? Jetzt muss ich nochmal schauen. Hätte ich da jetzt alles bauen dürfen? Kleines. Ein Hain kann ich noch machen. Würde ich sagen. So.
kleines Tiergehege. Würde ich sagen. Passt das noch? Verschieben. Das glaube ich hier besser. Glaube ich. So. So. Und einmal husten. So, wenn es nicht zu weit weg ist. Ist wahrscheinlich zu weit weg. Werden wir sehen. Okay. So, fertig. So. Da drüben glitzert was blau. Wenn wir gleich mal schauen. Na? Oh, Grummel. Hey du, ich hatte es hier total gemütlich und dann kommst du daher und ruinierst alles. Was soll ich noch in diesem Schweinestall? Lass uns gehen, Mädel. Der ist sehr charmant. Kann ich hier vielleicht rein? Das ist komisch, in Gebäuden darf man noch nicht rein. Was haben wir hier? Ah, unser Lager. Okay. Ja. Okay. Dann möchte ich hier jetzt aber mal was anpflanzen. Und zwar das hier. Aha, da geht's einzeln. Okay. Eins, zwei, drei, vier. So. Wachsen die von selber oder muss ich hier... Und hier möchte ich gerne... diese geheimen Sämlinge pflanzen. So. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wächst das jetzt allein oder brauche ich dafür jetzt dann noch Wasser? Weil Wasser hätten wir ja da. Schaut aber nicht so aus. Fisch. Gut. Dann müssen wir wieder mit ihm sprechen. Hallo. Na? Ah. Gut gemacht. Wo du nun ein Tiergehege groß hast, kannst du große Tiere adoptieren. Okay. Komm zu mir zurück, wenn du bereit bist. Und ich zeige dir, wie das geht. Ja, bitte sofort. Aufgabe abgeschlossen. Hervorragend. Bitte. Ja. Groofers sind die besten. Das sind diese großen, braunen Tiere, die auf den Feldern in der Nähe grasen. Ah. Sie sind nicht nur groß und flauschig. Wenn wir sie zähmen, geben sie uns auch Groffelmilch. Hm. Du kannst Tiere zähmen, indem du sie mit ihrem Lieblingsfutter fütterst. Füttere ein Groffel mit Keliumsamen und es wird dir eine Zeit lang folgen. Hm. Hier, ich zeige dir, wie man Keliumsamen herstellt. Jetzt geh und hol uns ein großes, flauschiges Groffel. Okay, wir haben einen Sämling. Es ist Nacht. Ich hoffe, ich erschrecke jetzt keins zu Tode. Hallo. Ich bin ein Freund. Ich will dir nichts Böses. Hallo. Na, du? Das soll doch eigentlich funktionieren, oder? Hallo. Hat gerade überhaupt nicht hingehaut. Habe ich es überhaupt mit? Du, hast du mich gerade auf den Arm genommen? Herstellen wahrscheinlich, ha? Das könnte sein. Da, herstellen, nicht Pfosten. Wir brauchen Stein und Seliumblumen. Das geht. Mit Stein zerreibt man die Blüten und dann kriegt man die Sämlinge. Okay. Was
Was ist das eigentlich? Reiseknoten. Ein spezieller Knoten, der zwei Orte miteinander verbindet. Ich stell mal einen her, keine Ahnung. Ich glaube, das reicht. So, jetzt aber. Entschuldige die Störung. Mein kleiner Freund, jetzt habe ich was für dich. Hallo. So, noch einmal. Hallo. Wie geht's dir? Ja, ich möchte dir das geben. Er mag es, das ist schön. Möchtest du noch eins? Mhm, das scheint ihm zu schmecken. Oder ihr, besser gesagt, wenn es Milch geben kann, ist es ein Mädchen. Na? Gepflegtes Gruffel in den Hof bringen. Wann ist es denn gepflegt? Kommt es eigentlich schon mit? Tatsächlich. Es kommt schon mit, das ist super. Ich hoffe, das fällt unter gepflegt. Nicht schlafen, du sollst mitkommen. Fein, machst du das. Es ist eine Mischung aus Elch, Kuh und Schaf. La la la. Nicht schlafen. Hallo. Ja, kriegst noch eins, weil du es bist. Ja, komm, ne? Ja, komm, ne? Schau. Adoptieren, ja, bitte. Oh. Oh, wow. Das ist mal ein flauschiges Gruffel. Jetzt können wir Gruffelmilch produzieren. Also schau immer mal wieder vorbei und hol unsere Produkte ab. Ich kümmere mich um die Tiere, die du adoptierst. Aber du solltest die Tiere auch mit Futter und Wasser versorgen, damit sie glücklich sind. Denk daran, wenn du deinen Hof weiter ausbauen willst, brauchst du einen Schreiner. Okay. Sehr gut. Oh, es tut schlafen. Hallo. Na? Mit uns einmal pflegen. Oh Gott. Geh auf Reisen. Es kann uns begleiten. Oh Gott, warte. Das ist niedlich. Das ist niedlich. Einmal noch pflegen. Ja, du bist auch süß. Du bist auch süß. Und was kann man dann mit kleinen Tieren machen? Was ist das eigentlich? Interaktion. Tiergehege groß, alles entfernen. Biete einem großen Tier komfortablen Platz. Das Tier wird hier sehr glücklich sein. Gruffel. Großes und sanftmütiges Herdentier im Grasland. Überraschend weiches und flauschiges Fell liefert Gruffelmilch. Heißt es, wir können hier mehrere reintun? Also die fassen nicht Platz, oder? Ich will es aber mal probieren. Zumindest ein kleines. Hallo. Na? Kommst du auch mit mir mit? Komm mit. Komm nur. Ja, komm. Vielleicht geht das ja, ich weiß es nicht. Geht das? Kann man nur eines, glaube ich, ne? Okay, kann man nur eines. Schade. So. Okay, dann hätten wir das schon mal. Und dann kommen hier automatisch die Produkte rein, oder wie? Okay. Das heißt, wir müssen jetzt noch schauen wegen Futter, ne? Das ist einmal voll. Und das ist auch voll. Na du? Hä? Ja. Das heißt, wir können tatsächlich nur eines haben. Hier hoffe ich, dass das schön wächst und gedeiht. Mhm. Und da ist irgendwo eine Quest, wird mir da angezeigt. Warte mal. Ich muss mal kurz den Berg hier hoch. Oh, da können wir was anpflanzen, glaube ich, oder? Ah, hab nichts, gell? Nein. Oh. Achso, die Dame ist das. Ja, genau. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, hä? Was ist denn das jetzt? Okay, So. Genau, wir wollten hier einen Zylinder finden.
mal looken, ob wir auch einen finden tun. La la la. Reise nach Südfeldhof. Also na. Das tue ich lieber weg. So. Das wollte ich gerade nicht. Aber wir können, zack, hoffen, dass wir wieder Sämlinge kriegen. Während wir da die Bäume zerhacken. Aber ich glaube, da war nichts. Nein. Was ist denn gern ein Fuchsi? Normalerweise Fleisch, ne? Hallo? Gib Gegenstand. Futter? Echt? Hallo? Na, möchtest du mitkommen? Ja? Komm nur mit. Ich glaube, das fährt unser kleines Tier, ne? Wenn ich den jetzt bei uns in den Stall rein tue, vielleicht können wir den dann als Begleiter mitnehmen. Ja, komm nur. Ja, komm. Du bist das Es. Na? La 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 la. Komm nur, komm nur, komm nur. Ich habe dahin ein schönes Zuhause für dich, wenn du halt willst. Wenn das halt geht. Da kommt er angestiefelt. Hofbewertung 52. Oh, ja, das geht. Möchte ihn gern adoptieren, ja. Ist das, hat das jetzt hingehauen? Ja, da ist er. Hallo. Beschreibung. was? Gras, Fuchs liefert Ton? Klein und flinker Graslandbewohner, sehr scheu, aber auch verspielt. Okay. Aber ich glaube, den nehmen wir mit, ha? Huh? Hey, hey, hey. Wow, der ist süß. Ja. Komm mit. Oh, das ist, glaubst du, gefährlich. Nö, oder? Ich lasse ihn da. Oh Gott, das ist süß. Die haben gerade gemuddelt. Oh je. Schau, schau, schau. Du, du, du. Ja, das ist süß. Okay, ich stirb gleich. Ich stirb gleich. Hallo. Na, du auch? Und? Knuddel, knuddel. Oh Gott. Ich verreck gerade. Ich verreck gerade. Ist das süß? Ich sterbe. So. Okay, da haben wir noch nichts produziert. Ich lasse die Tierchen mal hier. Und gehe mal meines Weges. Ich hoffe, dass wir den Zylinder finden. In der Nähe soll der Zylinder sein. Der ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Aber vielleicht liegt es daran, dass man immer schön eins nach dem anderen suchen soll von den Viechleins. Ja. Also gucken wir mal. Kann man das auch schon machen? Nein. Da ist eine Katze drin. Ich kann dich leider noch nicht befreien. Erst später. Ich könnte auch wieder Gräser brauchen, um diese seltenen Samen zu kriegen. In der Hoffnung, dass wir... da vorne. In der Hoffnung, dass wir weiteres Bäumchen pflanzen können. Da haben wir den Zylinder, da ist er ja. Mr. Peabody ist definitiv da lang gegangen. Okay, also wieder zurück. Oh. La la la. So. Und jetzt? Ah, da hinten. Hallo. Das nehmen wir gleich mit. So. Da haben wir was. Okay, jetzt scheint Mr. Peabody nach links gegangen zu sein. Halt ja auch schon nach einem Gruffel. Mhm. Ah, da drüben. Na, es ist eine Kiste. Na, es ist keine... Der könnte auch auf dem Berg oben sein. Ah, hier ist er, glaube ich. So, das passt recht gut. Mal auf die Kisten zerdeppern. So, Kartoffelsamen. Das ist super. Kann man gleich dann
Bleierz, okay. Und Kohle. Hallo, du musst nach Hause. Hä? Sieh dich an, Mr. Peabody, wie du aussiehst, ohne Hut. Keine Sorge, bald bist du wieder so süß wie eh und je, das arme Viech. Danke, dass du Mr. Peabody gefunden hast. Jetzt fehlt nur noch Prinzessin Glitzer. Eine glitzernde Spur wird dich zu ihr führen. Gut. Sehe mir vielleicht schon etwas Gelbes. Da drüben. Das geht sich, glaube ich, noch aus in dem Part. Dann hätten wir mal die Quest auch schon geschafft. Heureka! So. Was haben wir denn hier? Prinzessin Glitzer ist ins Grasland gegangen. Wahrscheinlich hat sie Hunger. Die Frauen sind immer nur am Essen oder was, ne? Oder sie hat sich einen Kerl angelacht. Das könnte auch sein. So, gucken wir mal. Da drüben. Ich möchte auch gleich ein bisschen Ausschau halten nach Gräser. Ah, da hätten wir schon welches. Da muss ich wieder husten. So. Weil ich auch Sämlinge haben möchte. Nicht nur tolles Futter. So. Zack. Möchte auch gerne Sachen anpflanzen. Zack. 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 Oh. Scheint, es wäre Prinzessin Glitzer nach Fairmont gegangen. Wer weiß, was sie dort vorhat. Halte auch schon nach Gruffel. So. Dann hat sie sich doch keinen Kern angelacht. Nein, nein. Ja, da können wir was anbauen. So. Da, 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 da. So. So. Sehr, sehr gut. Und die Kisten noch. Stoff. Okay. Ein neues Item für uns. Da können wir auch was anbauen. So, da drüben auch noch zweimal. Brrr. So. Und hier. So. Da geht auch noch was. So. Sehr, sehr gut. Ins Dorf hat's geheißen. Okay. Ah, da ist sie schon. Oh nein, das war nur ein Fässchen. Hoppala. Ja. Ha. Hallo, gut gemacht. Ich hoffe, du fühlst dich hier nun mehr zu Hause. Tritt ein und ruh dich aus. Morgen solltest du mehr von Gemea erkunden. Vielleicht hörst du sogar etwas von einem deiner vermissten Schiffskameraden. So sieht man sich wieder, Geisterseherin. Freut mich, dass du Mitglied meiner Familie gefunden hast. Sie und dein Himmelskompass können dich an den Ursprung führen, den Ursprung der Düsternis und vielleicht auch von den von dir. Was? Suche Hilfe in Fairmont. Abgeschlossen. Ja. Yeah. Okay. So. Hier sollte es irgendwo ein Viechlein geben. Ah, der Baum ist schon gewachsen. Super. Den können wir gleich wieder zusammenschlagen. Zack. So. Dann pflanzen wir gleich ein wieder. So. Na, wo ist das Viechlein? Gruffel, wo bist du? Gruffeline, Prinzessin,
Hallo. War das hier mit 3? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, 2. Das passt. Machen wir gleich fertig. La 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 la. Tada. Super. Können wir gleich 4 Sachen einpflanzen. Einmal. Na komm. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und 4-mal. Und da ist irgendwo ein Katzi. Da. Glowsam. Sinoasam. Sinosasam. Und Katzi. Da schnurrt sie wieder. Zack. Ich glaube, wir haben Erdapfel gefunden. Also Sam. Eigentlich ist eine Kartoffel der Sam der Kartoffel. Verstehst? Zack. Und zack. Yeah. Rote Beere. Da hätten wir wieder Gruffel. Oh. Gib Gegenstand. Ach so. Ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen. Hallo. Gib Gegenstand. Gib Gegenstand. Nein, die sind nicht richtig. Aber das Gras war jetzt mal wieder kaputt. Zack. 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 Schön einsammeln. Zack. 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 Ah, das war Dom. Ich dachte mir gerade, da liegt eins. La, la, la. So. Gleich haben wir's. So. Sehr fein. Dann können wir noch den Ton hier mitnehmen. Und nur weiter schauen nach einem Grufel. Prinzessin. Wo du sein? Hallo. Da haben wir das wieder zusammen. Zack. Ich glaube, einen Zwirn haben wir bekommen. Hallo. Windrad. Ich dachte schon, es scheppert mir so. Hier ruht sie auch nicht. Hallo? Jetzt dachte ich, das wäre einfach. Nee, nee. Nix mit einfach. Ups. Das ist echt komisch. Vielleicht hier bei der Herde. Schauen wir mal. Hallo. Nein. Hallo. Nein. Ja. Du vielleicht? Nein. Du vielleicht? Niemals. Du vielleicht? Nein. Schau mal hier rauf. Die würde ich jetzt aber schon noch gern finden.
Ich glaube, das ist jetzt schon zu weit weg, oder? Wie viel braucht das hier? Oh, das können wir auch machen. Das ist super. La la la. Tada. Sehr gut. Habe ich den Hammer? Ja. Planke gefunden. Okay. Interagieren war irgendwas. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Das sind Überreste eines Tagebuchs. Die violetten Nebel breiten sich weiter aus. Die Leute nennen ihn inzwischen die Düsternis. Gerüchten zufolge gibt die königliche Familie alles, um ihn wieder zu versiegeln. Hat ja nicht sonderlich viel geholfen, leider. Aha, da können wir was einpflanzen. Tada! So. Ich habe keine Ahnung, wo Prinzessin ist. Ins Dorf gelaufen. Schön und gut. Der Part wäre auch zu Ende. Schade. Ich wollte sie unbedingt noch finden. Ich meine, so klein sind Groovel jetzt. Oh, ich habe eine Idee. Da ist sie. Hallo. Na? Ah, ich habe alle meine süßen Kuschelwuschel-Groovels wieder. Wir werden so viel Spaß miteinander haben, das gleich weniger. Ja, sind schon wieder fort. Ich habe neue Kleider für euch und ich schneide euch die Haare. Hey, wo läuft die hin? Sie sind schon wieder davon gelaufen. Warum machen sie das? Vielleicht ist Hirtin doch nicht das Richtige für mich. Weißt du, ich wollte eigentlich schon immer Mode machen. Das ist es, Gruffel-Mode. Hier für dich. Großes Schuldschein. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bekommst du von mir etwas super Modisches dafür. Schön. Kann ich den schon einlösen? Hier, Groovy, Groovy. Groovy Kins. Ihr Süßen. Ich habe ein Geschenk für euch. Okay. Haben wir es doch geschafft. Sehr gut. Na gut, ihr Lieben. Dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!